Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Schottland und unser König David der Große, der wird offenbar bedroht. Gerüchte haben uns erreicht, dass er ermordet werden soll. Wir wissen natürlich nicht, warum, wieso, weshalb, wer vor allem. Aber David ist, glaube ich, da völlig gelassen. Ja, oder sagen wir lieber faul und gefräßig und so weiter. Der zieht sich jetzt nicht irgendwie in Klausur zurück. Nein, er ignoriert das. Er lässt das irgendwie abperlen an sich, habe ich so das Gefühl. Er ist viel zu stolz, auch glaube ich, sich dort zurückzuziehen. Aber dennoch vielleicht mal interessant zu gucken, wer könnte es dann sein? Und eigentlich gibt es nur einen hier im Reich, der so richtig ihm übel gesonnen ist. Und das ist der Großregent, ja, es nennen wir ihn, ja, Raymond. Es ist ein Franzose, der Großregent der Republik Jerusalem. Der ist so richtig schlecht, auf ihn zu sprechen. Der möchte die Grafschaft Jerusalem, der möchte den Titel Königreich Jerusalem. Ja, der ist neidisch und außerdem hat er noch, ist er eben sozusagen Großregent einer Republik, depressiver Typ. Der führt jetzt hier eine Fraktion sogar an, nämlich die Fraktion der Unabhängigkeit hier von Jerusalem. Und Herzog Philipp ist übrigens auf seiner Seite, der dort aus Spanien. Okay, mal sehen. So, wir haben da schon jetzt unseren Spitzel stehen. Schon einige Zeit, der hat aber noch nichts rausbekommen. Beobachten wir das mal weiter. Wir haben bisher keine Beweise oder ähnliches. Eine Sache ist mir aber doch nochmal aufgefallen. Und zwar haben wir uns das letzte Mal Henry den Eisernen angeschaut, 72. Und interessant ist natürlich immer die Nachfolgefrage. Und hier sein Nachfolger, und das hat mich wirklich überrascht, ist Neil von Carrack. Erst wusste ich nicht, wer das ist, weil der war hier in Schottland irgendwie noch nicht so richtig bekannt, aber wir kennen den schon. Wir haben hier die Meinung, entzog meinen Titel, und er, Carrack, ist hier unten in der Grafschaft. Hier. Und der muss zu den Aufständischen gehört haben, hier im Königreich Jerusalem, die wir vor kurzem niedergeschlagen haben und wo wir hier alle unsere neuen Freunde und Verwandten eingesetzt haben. Da ist er ins Gefängnis gekommen. Und nun kann es also sein, dass er tatsächlich dieses sehr mächtige Herzogtum Lothian und Galloway erbt. Das ist schlecht. Nun ist David keiner, der jetzt hier den großen, wie soll ich sagen, Exekutierer spielen wird. Aber ich denke, was er tun wird, ist, ihn ins Verlies zu werfen. In der Hoffnung, dass er dort nicht lange überlebt. Also er will jetzt keinen großen Aufruhr, keinen großen Ärger, dazu ist er auch viel zu faul, aber das, glaube ich, das versucht er, das weist er einfach nur so an, denke ich mal. Okay, mehr gibt's, glaube ich, erstmal nicht. Dann lasst uns weitermachen und schauen, was passiert, ob ihn möglicherweise hier jemand erwischt, David dem Großen, oder ob er diese Sache bestehen kann. So, ein nächster Untertan, der ist zum Katholizismus übergegangen. Okay, danke für die Information. Ansonsten scheint nichts weiter groß zu passieren. Eine Sache... Oh, natürlich passiert noch was. Unsere Königin Mel Mead hat einen Sohn geboren, einen weiteren Sohn. Ja, und wahrscheinlich steigert das nur ihr Ärger darüber, dass der Erstgeborene nicht von ihr war, wo sie doch jetzt so treu und brav ihre Pflichten erfüllt. Oscar will sie ihn nennen? Ich weiß nicht so genau. Nennen wir ihn lieber Gregor. Gregor. Okay. Prinz Gregor. Und was kommt jetzt hier schon wieder? Eine Anfrage, Verlöbnis arrangieren vom Kaiser Luitpold, dem 12-Jährigen, der sich selbst seine Verlobte sucht und jetzt Prinzessin Mirren, unsere Tochter, ins Auge gefasst hat. Na, das ist ja eine Überraschung. Und ich denke, es gibt absolut keinen Grund, das jetzt abzulehnen. Oder? Der ist gerade im Krieg, sehe ich, mit den Spaniern. Was uns ja durchaus zu Pass kommt, wenn wir langfristig hier noch eigene Ambitionen haben. Tatsächlich. Was ist denn das Ziel hier? Aha, es geht um den Gegenpapst. Ja. Oh,
tatsächlich, das Heilige Römische Reich, das sehe ich jetzt erst, ist also im Angriff gegen Kaiser Fadrique von Hispanien und König Amalric von Aquitanien. Das ist ja erstaunlich. Beide hängen offenbar dem Gegenpapst an. Wie auch immer, wir werden das akzeptieren. Das erfüllt uns natürlich mit Stolz, dass unsere Tochter da, ich glaube, sie ist gleich alt, spät einmal möglicherweise Kaiserin werden könnte. So, wir haben Bildungsschwerpunkt bei der Dame. Das können wir sogar noch bestimmen. Ja, weil sie natürlich noch nicht dort ist. Sie ist ja erst verlobt. Und jetzt, wo sie nun eine Perspektive hat, wissen wir auch, denke ich, was sie lernen soll. Nämlich, was will er ihr mit auf den Weg geben? Sie ist übrigens depressiv. Ich weiß nicht so recht. Diplomatisch, was ist denn ihre Eigenschaft? Träge, herzlich, zaghaft. Ja, herzlich würde in Richtung Diplomatie gehen. Bildungsorientiert ist, glaube ich, nicht so sein Ding. Ich glaube, diplomatische Ausbildung, nehmen wir das. Okay. Dann haben wir unsere Pflicht da auch erfüllt. So, irgendeine Baronie ist geerbt worden. Warum wird uns das eigentlich angezeigt? Ja, Nachfolgeherrschaft kann man leider nicht differenzieren, offenbar zwischen Baronien und anderen. Jetzt habe ich was weggeklickt, ist auch nicht so entscheidend. So, wir kommen langsam ins Jahr 82 und damit in das Jahr, wo wir es nochmal probieren können, Steuern zu erheben. Hatte ich das erwähnt, dass ich das vorhabe? Ihr werdet euch erinnern, dass wir vor 10 Jahren, als der junge David noch ganz unerfahren war, versucht hatte, aufgrund seiner Gier die Steuern bei den Städten zu erhöhen. Das ist ihm damals nicht gelungen. Da war der Widerstand zu groß, aber jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt hat er doch seine Situation hier deutlich verstärkt. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber was haben wir hier erstmal? Ich bin regelmäßig in Kontakt mit meiner Schwester Mord und achte darauf, sie zu besuchen, wann immer es mir möglich ist. Die Welt ist rau und die Familie muss zusammenhalten. Oh, sie lieben sich. Wollen wir hoffen, dass es nicht mehr ist als Geschwisterliebe. Tja, sie ist ja verheiratet. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, mit dem König von England. Theoretisch wäre es möglich, dieses Bündnis auch noch zu erweitern als Bündnis. Warum nicht? Ich denke, wo er jetzt so eine gute Beziehung zum Mord hat und selbst faul ist, glaube ich, würde ihm das ganz gut passen. Aber politische Vorbehalte von Seiten des englischen Königs lassen das scheitern. Na gut, dann begnügen wir uns erstmal mit unserer Schwester, Liebe. Und wir schauen gleich nochmal rein hier bei den Gesetzen, den Reichsgesetzen, den Pflichten des Bürgertums. 1. Januar 1382. Und wir haben den 8. Januar 1382. Warum darf ich das nicht? Vielleicht müssen wir den Monat noch abwarten. Vielleicht ist das mit dem 1. Januar nicht ganz so ernst gemeint. So, jetzt haben wir 1. Februar. Jetzt gucken wir da nochmal rein. Ja, jetzt. Nee, jetzt geht's immer noch nicht. Hä? Was ist hier los, Leute? Der Rat hat dieses Gesetz abgelehnt. Ein neuerlicher Antrag zur Änderung dieses Gesetzes ist möglich am 1. Januar 1382. Das ist verrückt. Wir haben den 3. Februar. Das ist wirklich verrückt. Was ist los? Ist das ein Boykott gegen unseren König? So, und was haben wir hier? Herzog Gilroy von Nobatia hat Großregent Raymond den Krieg erklärt. Um Nubien? Was ist denn da bitte los? Ist das unser Herzog? Ich sehe bei unseren Herzogstiteln nicht mehr durch. Okay. Da hat der dem den Krieg erklärt, weil hat er da irgendwelche Besitztümer? Aha, der hat hier irgendwo eine Stadt. Na gut, die sollt ihr ihm ruhig wegnehmen. Da habt ihr meine vollste Unterstützung. Macht das mal. Währenddessen versuchen wir mal die Stadtsteuer nochmal wieder hochzukriegen. Ich gucke einfach nochmal rein. Kann nicht wahr sein, dass das nicht möglich ist. Und der hat hier wieder die Grafschaft zurückgewonnen. Ich weiß nicht, ob
Ja, scheinbar alle. Der Herzog der Bretagne hat das wieder. Ja, hat das wieder im Griff, die Situation. So, Iona. Iona braucht einen Fokus. Und ich denke, Stolz ist gut. Auch wenn sie ein Bastardkind ist. Okay. Der möchte sich zurückziehen. Unser Kanzler. Da gibt es offenbar eine Krankheit, die ihn dazu zwingt. Schauen wir uns überhaupt mal die Krankheiten an. Die Blattern bleiben, Gott sei Dank, in England, breiten sich nicht weiter aus. Hier ist das schleichende Fieber und hier breiten sich die Blattern auch in Ägypten aus. Das ist der Punkt. Okay, mehr gibt es im Moment nicht zu berichten. Aber das mit der Steuer ist ja wirklich verrückt. Das kann doch nicht wahr sein. So, aha. Wir haben jetzt immerhin Druckmittel gegen den Großregenten Raymond. Besser als nichts. Versuchen wir das mal auf diese Art und Weise. Mal gucken, wie er reagiert. Okay. Er wird erstmal keine Fraktion mehr betreiben. Oh, es gibt aber doch zahlreiche Fraktionen, aber alle, obwohl sie ganz gut gestimmt sind uns gegenüber. Ich denke, das muss uns nicht nervös machen. Mal sehen. Was haben wir hier? Euer Vasall, Herzog Stefan II. Von der Bretagne, sorgt sich um seine nicht erbberechtigten Söhne. Er bittet euch, sie zu berücksichtigen, wenn ihr nach neuen Vasallen Ausschau haltet. Grafschaft Buchan, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Das ist ja wirklich eine... So, wollen wir ihm einen Gefallen schulden? Nee, ich glaube, wir sind zu stolz. Ich kann nicht Land an jeden Bittsteller verschenken. Das geht nicht. Also der will hier eine unserer Kerngrafschaften haben. Gut, die ist häufig auch von anderen Grafen regiert worden. Aber dennoch, mitten im schottischen Herzland, ein bretonischer Abkömmling. Das kann, glaube ich, ein stolzer David nicht dulden. Wir werden sehen. So, es gibt einen neuen Papst. Ich glaube, das ist der richtige Papst, ne? Ja, Alexander IV. War der Gegenpapst, mit dem wir übrigens auch ganz gut stehen. Aber trotzdem, glaube ich, wird er offiziell nicht von uns anerkannt. So, was ist hier los? Es gibt ein Erbe, das Herzogtum Makuria und andere Titel wurden von Edgar dem Abscheulichen geerbt. Ja, der ist gestorben, der hatte keine Nachkommen. So, hier gab es auch noch ein paar Erbschaften. Oh, und Earl Neil ist tatsächlich gestorben und hat tatsächlich Henry dem Eisernen noch seine zwei Grafschaften dort mitvererbt. Ist ja verrückt. Und wer ist jetzt sein Nachfolger? Markas von Transjordanien. Der Herzog von Transjordanien wird auch Herzog von Lothian. Oha, gut, dass der so extrem gut zu sprechen ist auf uns. Gerecht, gesellig, grausam. Das kann aber dann so funktionieren. Er ähnelt auch hier. Ihm ist denn der Herzog Markas... Was ist der denn zu ihm? Ist das eines seiner Kinder? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Ach, Neil von Carrick war tatsächlich ein Kind von... Schaut euch mal an, wie viele... Boah, wie viele Kinder der hatte. Aber wie ich den jetzt einordne, Herzog Markas, weiß ich nicht ganz. Da. Aha, schon Enkelkind ist er. Okay, alles klar, gut. Sehr schön, der kann das ruhig erben, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Erstmal müssen wir gucken, was wir geerbt haben. Torquil ist als der Unkeusche dann. So, wir können auch jetzt noch jemanden einsperren. Orabilia. Das schauen wir uns mal kurz an. Was macht Orabilia? Bedrohung. Orabilia hat bestimmt irgendeine... Die ist es! Die will uns töten! Oder was? Ne, die hat einen Anspruch erzeugt. Aber die könnte es auch sein. Was ist denn das für eine Dame? Das sieht irgendwie gefährlich aus. Was hat der denn da im Hintergrund? Kann man kaum erkennen. Die sind mir nicht geheuer. Außerdem hat sie die Gicht und ist gierig.
Und gebrechlich. Was ist sie denn für eine Gräfin von Tiberias? Das ist hier unten irgendwo. Hier. Was will die denn von uns? Egal, sie wird, denke ich, gleich mal... Aha, sie möchte das Herzogtum Galiläa haben. Das ist der Grund. Ja, wir werden sie einkerkern. Geht nicht, weil wir schon ein... weil wir schon diese automatische Intrigenbeendung gemacht haben. Ich weiß nicht. Das ist so eine Sache mit diesen, mit dieser Automatik. Ich habe das ja mal eine Zeit lang nicht gemacht. Ja, da hat man dann auch unendlich viel zu tun gehabt. Aber vielleicht, glaube ich, schalte ich das mal aus. Wir versuchen es mal. Auch wenn er faul ist, das wird ja sowieso nicht von ihm persönlich gemacht. Müssen wir einfach ab und zu mal ein bisschen darauf achten. Dinge, die uns hier wirklich betreffen. Wobei uns eigentlich alles hier betrifft. Nee, ich glaube, ich lasse das trotzdem an. Wir gucken mal, was sie dazu sagt. Aber vorher, ja, sie hat es offenbar akzeptiert. Vorher möchte ich, müssen wir uns natürlich hier um das neue Herzogtum kümmern, was jetzt in unserer Hand ist. Welches ist das denn nun nochmal? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist hier alles los? Herzogtum Makuria. Und das geht es. So, das hat de jure und de facto 3 Grafschaften. Und wir sind sogar Graf von allen dreien. Das ist natürlich schlecht. Das wäre allerdings jetzt eine Möglichkeit, unserem Bruder hier vielleicht doch nochmal eine bessere Position zu vermitteln. Hier in Ägypten. Gucken wir mal. Makurien. Bieten wir ihm das mal an. In Kairo ist sowieso die Krankheit ausgebrochen. Landtitel gewähren. Grafschaft Makurien. Der Rat ist auch absolut dafür. Mit allen niedrigen Titeln. Okay, so. Und jetzt können wir ihm gleich alles eigentlich geben. Narata und Atrara gehört noch dazu. Das kann er sich ja dann darum kümmern. Landtitel gewähren. Napata. Atbara. So heißt das. Okay, das Entscheidende ist jetzt natürlich aber der Herzogstitel. Ob da jetzt der Rat mitmacht, das ist der Punkt. So, Landtitel gewähren, Herzogtum Makuria. Da macht er mit, Gott sei Dank, 6:1. Niedrige Titel haben wir dann logischerweise nicht mehr. Und damit sollten wir dann auch alles los sein. Ja, und Prinz Paul, unser Halbbruder und die Inkarnation von Yuen, ist nun aufgestiegen zum Herzog. Gleichzeitig ist er, glaube ich, immer noch Bürgermeister von Kairo. Das macht er so nebenbei. Ja, mal sehen, ob er diese Situation dort irgendwie nutzen kann. Wir werden auf jeden Fall ihn im Auge behalten. So. Wie sieht es weiter aus mit den Fraktionen? Ein paar haben sich aufgelöst. Und unser großer Abt und Hofgeistlicher scheint gestorben zu sein. Da müssen wir uns natürlich drum kümmern. Wir brauchen einen neuen. Mal gucken, wen wir hier zur Verfügung haben. Wir haben Orley, 36. Der hat noch gar keine Position. Das wäre ungewöhnlich, ihn zu nehmen. Und wir haben Markas, den Abt von Tyrus. Haben wir irgendwelche besonderen Beziehungen zu irgendjemandem? Sieht nicht so aus. Verwandte sind auch nicht dabei. Okay. Dann gucken wir mal. Der ist gemäßigt, paranoid und ehrlich. Der ist treuherzig, bescheiden, faul, keusch und feige. Ach, das klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Das klingt doch eigentlich ganz gut. Ich denke, wir nehmen doch hier den besseren Mann, den Höfling in Schottland. Den kennt er bestimmt auch persönlich, weil er dort immer ist am Hofe. Orley wird Hofkaplan und wir schicken ihn gleich auf Bekehrungsmission. Wieder hierhin. Ich glaube, hier tut es weiter Not. Ja. Das ist so. Gut.
dann bleiben wir erstmal dabei. Es gibt immer noch das Thema. Ach nein, wir haben noch was anderes. Wir müssen einen neuen Hofarzt nun anheuern. Obwohl, wir könnten natürlich auch unseren, aber ich glaube, der ist nicht gut genug. Nee, das war schon ganz gut, dass wir das jetzt ausgesandt haben. Boten in aller Welt, um einen neuen guten Arzt hier an den Hof zu holen. Denn dafür ist der vielleicht doch nicht der Beste. Da gibt es bestimmt bessere und die will er natürlich haben, unser David. Mal schauen, ob er sie bekommt und ob es immer noch die Möglichkeit hier irgendwie eines Anschlages gibt. Wir werden es erleben. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.